Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Hals und Halsstab. Über den Halsstab und die Stellschraube könnt ihr die Krümmung eures Halses einstellen, damit natürlich den Abstand der Seite zum Griffbrett und eventuelle Schnarren beseitigen. Vorweg bei allen Aktionen, definitiv richtiges Werkzeug und keine Gewalteinwirkung. So ihr Lieben, hier ist der Albtraum Wirklichkeit geworden, und zwar lässt sich der Halsstab und diverse andere Schrauben an meinem Precision Bass nicht mehr bewegen. Ich zeige euch mal, was ich als erste Aktion durchgeführt habe, bevor ich zum Fachhändler meines Vertrauens gehe, also dranbleiben. Bei den meisten Precision Bässen ist es so, dass ihr erstmal den Hals demontieren müsst, um überhaupt an die Stellschraube zu kommen. Dafür müsst ihr natürlich vorher die Saiten entfernen, um hinterher den Hals dann vom Body abzunehmen. Das Lösen der Schrauben sollte unbedingt von Hand passieren und nicht mit angetriebenem Werkzeug wie Akkuschrauber oder ähnlichen, um einfach sicherzustellen, dass ihr die Schraubenlöcher nicht überdreht. Das gleiche gilt natürlich für die Montage des Halses dann genauso. Für den Fall, dass euer Bass halt in einer kleinen Vorrichtung liegt oder wie bei mir auf der Sofalehne, seht zu, dass ihr das ein bisschen entlastet und was unter dem Bass und den Hals drunter legt, damit ihr einfach die Spannung und die Schrauben ein bisschen entlasten könnt und da kein Druck ausgeübt wird. Mal schauen, ob wir den Halsstab noch bewegt bekommen. Was ich als erste Aktion gemacht habe, das seht ihr jetzt. Oftmals kann es sein, dass der Halsstab sich einfach durch Korrosion festgesetzt hat. Im ungünstigsten Fall kann es sein, dass der Halsstab gefressen hat. Das bedeutet, dass sich kleine Metallpartikel, Schmutzpartikel im Gewinde angesammelt haben und durch die Bewegung immer weiter sich reinfressen, bis der Gewindestab sich überhaupt nicht mehr bewegen lässt. Um zu überprüfen, ob sich hierbei nur um Korrosion handelt, könnt ihr einfach mal ein Aktivöl mit einem Rostlöser benutzen oder WD-40 als alternatives Produkt und lasst das einfach mal eine halbe Stunde einwirken. Um zu schauen, wie so ein Halsstab überhaupt funktioniert und wie er aussieht, habe ich euch mal ein paar Bilder hier reingemacht. Wie ein Halsstab einzustellen ist, erfahrt ihr gleich noch in ein paar weiteren Grafiken. Auf den Bildern seht ihr erstmal, wie sich die Halskrümmung auf das Schnarrverhalten der Saiten auswirkt. Ist natürlich immer individuell nochmal auf euer Instrument anzupassen. Ich habe meinen Halsstab mal eine halbe Stunde stehen lassen und am besten macht ihr das kopfüber, damit das Öl richtig nach unten reinläuft. Sollte sich der Halsstab wieder drehen lassen, bewegt den ruhig ein paar Mal hin und her, damit sich das Öl überall im Gewinde verteilt, und dann könnt ihr eigentlich den Hals wieder montieren. Bevor ich die Saiten wieder aufziehe, sehe ich zu, dass ich das Griffbrett meistens nochmal auf Vordermann bekomme. Ich benutze ein Möbelwachs, was ich mit einem fusselfreien Tuch auftrage. Das gleiche Prinzip könnt ihr natürlich an fast allen Schrauben an eurem Instrument anwenden. Ich habe das gleiche Problem mit Korrosion an den kleinen Madenschrauben unten an der Bridge, an den Seitenreitern. Seht nur zu, dass ihr kein Öl auf den Lack bekommt. Deckt das am besten mit einem Lappen ab, mit einem Saugfähigen, so dass der Lack geschützt ist.